أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الحمد لله حمدا كثيرا
طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich begrüße euch für unseren heutigen Vortrag. Heute haben wir ein Thema, was viele Brüder und Schwestern von uns immer, worauf sie gewartet haben, und mehrere haben mir immer E-Mails geschrieben, wir möchten mal gerne darüber mal wissen. Es geht um ein großes Zeichen der Stunde. Wenn dieses Zeichen erscheint, die Welt hat nur ein paar gezählte oder eine kleine Zeitabschnitt bis zum Untergang, dass das nichts mehr existiert. Dieses Zeichen lautet das Erscheinen von Al-Masih ad-Dajjal, der verlogene Messias, der Lügner. Das Thema, inshallah ta'ala, lautet der verlogene Messias, Al-Masih ad-Dajjal, Al-Masih, der Lügner. Was wird über diesen Mann erzählt? Was ist das überhaupt? Ein Mann, der am Ende der Zeit kommen wird, erscheinen wird auf der Erde. Er wird Zerstörung bringen. Er wird Menschen in die Irre bringen. Er wird unmögliche Sachen vor den Menschen zeigen. Und das ist eine der größten Versuchungen, was die Menschen auf dieser Erde haben, seit Beginn der Menschheit bis Ende. Al-Masih ad-Dajjal. Erstmal, alle Nachrichten und Informationen über Al-Masih ad-Dajjal sind von verborgener Welt, von verborgenen Dingen, wo du und ich und kein Mensch davon Bescheid weiß, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns davon berichtet oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zu dem Glauben eines Muslims gehört, dass er an das Verborgene glaubt. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Das ist das Buch, woran es kein Zweifel gibt. Es ist eine Richtleitung für diejenigen, die an das Verborgene glauben. Du bist als Muslim, der La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, du musst an allen Sachen glauben, die Allah und sein Gesandter uns berichtet haben. Wir wollen über Al-Masih ad-Dajjal sprechen, aber vorher bitte ich die Brüder, die hinten sitzen, dass sie mit uns sitzen. Die Brüder, die hinten sitzen, rechts und links, kommt mal bitte nach vorne. Wir wollen mal eine Gruppe bilden. Kommt mal bitte nach vorne, dass ihr mal zu uns auch gehört und zu dieser Gruppe, dass die Barmherzigkeit Allahs uns alle erreicht. In Sahih Muslim, in dem Kapitel, wo es über die Zeichen der Stunde gesprochen wird, hat Al-Imam Muslim so viele Ahaditen und Überlieferungen dort gebracht. Eine Überlieferung von Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifari radiyallahu anhu. Er sagt: طَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ الْمُصْطَفَى مَا تَذَاكَرُونَ فَقَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Einmal kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns, und wir waren alle zusammen, die Gefährten. Sie reden miteinander. Er sagt: Was redet ihr dort miteinander? Was sagt ihr? Was habt ihr dort? Sie sagen: Ja, Rasulallah, wir erwähnen die Stunde. Was heißt das? Wir erwähnen die Zeichen der Stunde und alles, was da geschieht bei der Stunde, wenn die Stunde eintrifft. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna as-sa'ata la taqumu hatta taraw qablaha 10 ayat. Die Stunde wird nicht eintreffen, erst wenn ihr 10 Zeichen seht. وهي, und das sind الدخان, der Rauch,
الداب الدجال الدجال der verlogene Messias, der verlogene, der Lügner. الداب ein Getier, ein Tier, was von der Erde rauskommen wird. Wir können darüber kurz und knapp also darüber sprechen. Und Nuzul Isa ibn Maryam, das Herabkommen und von Jesus alayhi salam zur Erde. وطلوع الشمس من مغربها. Und das Aufgehen der Sonne vom Westen. ويأجوج und مأجوج. يأجوج und مأجوج, das ist wieder ein Thema für sich. وثلاثة خسوف. خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. Zwei Untergänge oder Niedersenken in bestimmten Bereichen dieser Planet. Ein Niedersenken oder ein Untergang wird geschehen im Westen. Und ein Untergang, eine Zerstörung, wo? In Osten. Und ein Untergang, wo? In arabischen Inseln. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Und das letzte Zeichen davon ist ein Feuer, was von Jemen kommen wird. Dieses Feuer wird allen Menschen zu dem Versammlungsort führen. Sie wird alle Menschen versammeln. Dieses Feuer kommt von allen Seiten, sodass die Menschen alle vorne gehen und laufen, dass sie den Versammlungsort erreichen, wo alle Menschen vor Allah Ta'ala zur Rechenschaft gezogen. Also, zu dem Zeichen der Stunde, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, gehört Ad-Dajjal, der verlogene Messias. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, einer der Großgelehrten im Hadith-Bereich und auch im Fiqh-Bereich, er hat gesagt, خروج الدجال هو أول الآيات العظام التي تؤذن بتغير الأحوال على وجه الأرض وتنتهي هذه المرحلة بموت عيسى. Er sagt, von dem Erscheinen von Dajjal, von dem verlogenen Messias, bis zum Sterben von Jesus alayhi salam, wenn er wiederkommt, das ist der Anfang der Änderung, die auf diesem Planet stattfinden wird. Das heißt, das sind große Zeichen für die Erde. Und dann kommen die nächsten Zeichen, die mit dem Himmel zu tun haben. Die nicht mit der Erde zu tun haben, sondern mit dem Himmel. Was? Er sagt, dann kommt das Aufgehen der Sonne vom Westen. Der wird einer der ersten Zeichen, die zeigen, dass die Stunde eingetroffen ist. وينتهي ذلك بقيام الساعة. Und damit kommt die Stunde zu Ende. Und er sagte, ولعل خروج الدابة يكون في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. Ich glaube, sagt er, und ich behaupte, dass das Tier, was da von der Erde rauskommt, der mit den Menschen sprechen wird, er wird an dem Tag, wo die Sonne vom Westen aufgeht. Wallahu a'lam. In einem anderen Hadith bei Ahmad und Al-Hakim, fi Mustadraki, und er hat das als Sahih bezeichnet, nach den Bedingungen von Muslim, Al-Hafidh al-Dhahabi und Imam al-Albani, rahmatullahi alayhim, haben das als bestätigt. Hadith Anas, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagt, Al-Amaratul Kubra, Kharzatun Manzumatun fi Silkin, fa'in yuqta'i Silku, يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, die großen Zeichen der Stunde sind wie die Perlen in einer Kette. Okay. Wenn es einen Bruder gibt, der sein Auto im Eingang geparkt hat, der soll das bitte von dort wegbringen. Ein Auto. Okay. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, die größten Zeichen der Stunde sind wie eine Perlenkette. Wenn du diese Perlenkette abschneidest, dann kommen die Kerne tick, 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 tick hintereinander.
Das heißt, das sind nur die großen Zeichen. Die kleinen Zeichen, die können Jahre und Jahre lang dauern. Aber die großen Zeichen, besonders die 10 erwähnten, gleich kommen sie hintereinander. Genauso, wenn du eine Kette hast, du schneidest das mit Schere, wie kommen die Kerne oder diese Perlen runter? So, hintereinander. So hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das beschrieben. Al-Masih al-Dajjal, dieser verlogene Messias, liebe Brüder, liebe Schwestern, ist eine der größten Versuchungen auf dieser Erde. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns in Hadith von Sahih Muslim, ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. Es gibt nichts Größeres und Gewaltigeres und Schlimmeres zwischen Adam und die Stunde als der verlogene Messias. Es gibt nichts Schlimmeres. Da kannst du dir mal vorstellen, was ist das von einer Versuchung? Subhanallah! So eine Versuchung erwartet die Menschen und erwartet uns alle. Und wir geben kein Acht darüber und wir erzählen nichts darüber. Deswegen, jeder Muslim, der an Allah und an den Jenseits glaubt, der muss darüber Bescheid wissen, damit er nicht in dieser Versuchung landet und dass er verloren geht. In einem anderen Hadith, bei Ibn Majah in seinem Sunan und bei Ibn Khuzaimah in seinem Sahih, والحاكم إن زين مستدرك und الألباني رحمة الله عليه hat diesen Hadith auch als صحيح bezeichnet. الحديث über أبو أمامة الباهلي, ein Gefährte des Propheten صلى الله عليه وسلم. Er überliefert, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte, إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ أن ذرى الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيح الدجال. Das heißt, es gibt keine größere Versuchung, die Allah auf diese Erde erschaffen hat, seit Anfang bis Ende, die schwerer und schlimmer ist als die Versuchung von dem verlogenen Messias. Und dann sagt er: ولم يبعث الله نبيا إلا وقد أنذر قومه من الدجال. Und es gibt keinen Prophet, der von Allah gesandt wurde, der nicht sein Volk von diesem verlogenen Messias gewarnt hat. وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةٌ. Er sagt, ich bin der letzte Prophet und ihr seid die letzte Nation. Und der verlogene Messias, der wird ganz bestimmt in eure Zeit erscheinen. Er wird bei euch erscheinen. Und dann sagt er: فَإِنْ يَخْرُجِ الدَّجَّالِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. Wenn dieser Dajjal, wenn dieser falsche Messias unter euch erscheinen wird und ich bin dabei oder ich bin mit euch, ich lebe noch, wenn das so sein soll, dann genüge ich euch, dass ich euch davor schütze. Das heißt, mit Allahs Erlaubnis wird Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns dabei helfen. وَإِنْ يَخْرُجِ الدَّجَّالُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. Er sagt, wenn dieser verlogene Messias nach mir kommen wird und erscheinen wird, dann jeder ist für sich selber verantwortlich. Jeder muss sich selber schützen. Aber Allah soll euch heißt schützen. Allah hat die volle Verantwortung auf euch. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala schützt die Gläubigen mit seiner Barmherzigkeit. Also, es ist eine große Versuchung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns sogar in einem authentischen Hadith, dass man bei jedem Gebet, stellt euch mal vor, bei jedem Gebet, das heißt mindestens 19 Mal, 17 Mal, 20 Mal pro Tag, dass wir nach Tahiyatulillah, bevor wir Salamu alaikum sagen, dann müssen wir bei Allah Zuflucht suchen von vier Dingen. Zu diesen vier Dingen gehört der verlogene Messias, Al-Masih al-Dajjal. Wa a'udhu bika min fitnatil Masih al-Dajjal.
O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir von der Versuchung des verlogenen Messias. Wir wollen Al-Masih al-Dajjal kennenlernen. Was ist seine Geschichte? Was ist mit diesem Mann? Was ist so schwer und so schlimm an ihm? Wann wird er erscheinen? Wie sieht er aus? Was ist seine Beschreibung? In welchem Ort ist er überhaupt? Ist er im Leben? Wird er noch geboren? Was ist mit diesem Mann? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, hat uns diesen Mann genau beschrieben und noch genauer als jeder Prophet. Das heißt, er hat uns über einzelnen Dingen sogar von diesem Mann erzählt. Bis er gesagt hat, Hadith bei Bukhari und Muslim und Abu Dawud und Tirmidhi, Hadith Ibn Umar, Sohn von Umar ibn Khattab. Er überliefert, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat einmal gepredigt und alle Muslime waren dabei. Er hat Allah lobpreist und er hat Allah gelobt und dann hat er den verlogenen Messias erwähnt. Und dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inni la undirkumuh. Ich warne euch von ihm. Wama min nabiyyin illa waqad andara qawmahu ad-dajjal. Und es gibt keinen Prophet, der nicht sein Volk von Dajjal gewarnt hat. Walaqad andara nuhun qawmahu ad-dajjal. Auch Nuh. Nuh, der damaligen Zeit war. Er hat auch sein Volk von Ad-Dajjal gewarnt, weil sie wussten nicht genau, vielleicht, wann er erscheinen wird. Aber auch, dass die Nachrichten weitergegeben werden. وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِي الدَّجَّالِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ Aber ich werde euch etwas über Dajjal erzählen, was kein Prophet zu seinem Volk erzählt hat. Was ist das? أَلَا فَعْلَمُوا أَنَّهُ أَعْوَرْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرْ Seid sicher und wisset, dass er einäugig ist. Und Allah ist nicht einäugig, subhanahu wa ta'ala. Er hat eine geschädigte Auge. In einer Überlieferung steht, dass die rechte Auge geschädigt ist. Die sieht wie eine Weintraube, wie eine getrocknete Weintraube. Und in einer anderen Überlieferung heißt das, dass das die linke Auge geschädigt ist. Also, der ist nicht mal vollkommen in seiner Gestalt. Und er wird behauptet, dass er Gott ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Wallahu laysa bi'awar. Allah ist nicht einäugig. Subhanallah an al-shabih wa an al-mathil. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul 'alim. Niemand ist Allah gleich. Und keiner kann Allah subhanahu wa ta'ala kann sein Wesen beschreiben. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der Allmächtige, Allhörende, Allsehende, keiner ist ihm gleich in seinen Attributen, in seinen Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. In einem anderen Hadith bei Muslim, Ad-Dajjal mamsuhul ayn, maktubun bayna aynayhi kafir, yaqra'uhu kullu Muslim. Erstmal, er heißt Al-Masih Ad-Dajjal. Was heißt erstmal Al-Masih und was heißt Ad-Dajjal? Al-Masih, sagen die Großgelehrten, Al-Masih kommt von Masaha Yamsahu, wenn du etwas wegmachst oder etwas, was du wegradierst. Das heißt Masaha. Deswegen sagen sie, er heißt Al-Masih, Yamsahu al-Arda bil-Fasad. Das heißt, er geht auf die ganze Erde und er macht überall Unheil. Oder er sagt, Aynuhu Mamsuha, seine Auge Mamsuha ist geschädigt, wie wegradiert, oder? Die ist nicht da. Seine Auge ist beschädigt. Deswegen heißt er Al-Masih. Und warum Dajjal? Al-Dajjal, weil er viel lügt. Und seine Lügen sind schwer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sein Auge ist beschädigt und zwischen seinen Augen, das heißt in seinem Stirn.
steht in einer Überlieferung, hat er gesagt, steht geschrieben, Kafir. Jeder Muslim kann das lesen. In einer anderen Überlieferung, es steht in seinem Stirn geschrieben, Kafira. Jeder Mu'min, jeder Gläubige kann das lesen. Ob er Arabisch lesen kann oder nicht, egal. Nur Mu'min. Wenn du nur gläubig bist, wirst du das sehen. Und Muhammad s.a.w. hat das buchstabiert. Kafira steht. Nur die Mu'minin werden das sehen. Wie sieht dieser Mann aus? Und danach erzählen wir, was er machen wird. So mit vielen Überlieferungen, wenn sie zusammengebracht werden und so, dann haben die Gelehrten eine kleine Beschreibung für diesen Mann gegeben. Rajulun Qasir, ein kleiner Mann. Ghalid, er ist nicht fett, dick. Afhaj, was heißt Afhaj? Er läuft nicht richtig wie Araj, also wie geschädigt, als ob er einen Fuß hat, die kleiner ist als der andere. Also er humpelt. Ja, Araj, Afhaj. Ja'd, yani, seine Haare sind nicht weich, sondern lockigen Haaren. Er hat lockigen Haaren. مطموس العين ليست بناتئه لا هي ظاهره حجراء وليست داخله في العين sagen seine Augen du wenn du das siehst und genauer guckst die ist nicht da du siehst das als ob es nichts also diese mittlere Auge als ob es da gar nichts gibt oder als ob es da etwas gibt aber die ist tief drin ja so ungefähr Hajjan, das heißt Abiyad, der ist weiß. Weiß, aber der mit rötlicher Farbe ein bisschen. Und noch dazu, sein Kopf ist ein bisschen groß. Muhammad s.a.w. kennt einen Mann, der heißt Ibn Abdul Uzza. Das war ein Kafir von damals in Jahiliyat-Zeit. Er sagt, er ist genauso ähnlich wie Ibn Abdul Uzza. Er ist von Khuza'a, von einem Stamm von Khuza'a. Er war aber Kafir. Und dann sagt er, seine rechte Auge ist beschädigt, genauso wie eine Weintraube. Und ich habe ihn heute im Traum gesehen vor dem Kaaba. Sein Stirn ist hoch und groß, großer Stirn. Aridun Nahar. Sein Hals, dicker Hals, hat einen kräftigen Hals. Arid al-Nahr. Fihi jafa', yani al-hina'. Das heißt, er steht auch nicht gerade, sondern ein bisschen krumm. Steht er, subhanallah, alles wurde überliefert. Und jaffalu al-sha'r oder jaffalu al-sha'r, das heißt sha'ruhu kathif. Er hat ganz, ganz dichte Haare. Ganz dicht, aber locken Haare. Wo kommt er raus? In welchem Gebiet oder von welchem Gebiet wird er rauskommen? Hier haben wir auch ein Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt: "Inna ad-dajjal yakhruj min ardin fi ash-sharq aw al-mashriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum" und dann sagt er: "Innahu kharij خلت بين العراق والشام فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا محمد صلى الله عليه وسلم sagt er wird von der Stadt Khurasan erscheinen. Wo ist Khurasan? Wo? Iran, Südiran. Khurasan, er wird von dort rauskommen. Oder in einer anderen Überlieferung, er sagt zwischen Irak und Ascham. Ascham, was heutzutage heißt, Nahen Osten. Zwischen diesem Bereich. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so und so gezeigt. Hin und her, das heißt, als ob man sagt, in diesem Gebiet. Und mehrmals hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Al-Fitna min Huna. Und er zeigt auf diese Richtung. Mehrmals hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, die Versuchung ist von da. Und dann zeigt er auf diesem Gebiet. Das ist die große Versuchung.
wenn er erscheint, Aduullah, er wird erscheinen und er sagt den Menschen, ich bin euer Gott auf der Erde. Ich habe mir eine Gestalt genommen und ich bin zu euch runtergekommen. Ich bin euer Herr. Du sagst, was ist das? Ach, das werde ich nicht glauben. Und du denkst, Masha'Allah, du bist stark. Ich warne dich aber. Ich warne dich, dass du die Sache so leicht nimmst. Der Mann ist mit vielen Versuchungen von Allah subhanahu wa ta'ala für diese Menschheit geschickt, mit seiner Weisheit, damit er sieht, wer der Aufrichtige und wer der Ehrliche ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in Hadith bei Muslim, Sahih Muslim, La ana a'lamu bima ma'a ad-dajjal min ad-dajjal. معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإن أدرك أحدكم الدجال فليأتي النار الذي يراه نارا تأجج وليغمض عينيه ويطأطئ رأسه وليشرب منه فإنه ماء بارد. Eine von den größten Versuchungen mit diesem Mann, er sagt Muhammad Sassim, er hat zwei Flüsse. Er behauptet nicht nur, ich bin Herr. Er zeigt auch den Menschen Sachen, die unmöglich sind, die gegen die Gesetze der Natur. Er hat zwei Flüsse. Ein Fluss, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sieht weiß aus. Und das andere Fluss, der andere Fluss sieht nach Feuer, also Feuer. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr das erreicht, dann macht die Augen zu und macht den Kopf runter und geht zu diesem Fluss, der als Feuer aussieht und trinkt davon. Das ist ein schönes, reines, kaltes Wasser. Ha? Er kommt in einem Ort, unbewohntes Ort, ganz alt. Und dann vor allen Menschen sagt er zu den Schätzen, die unter der Erde sind, kommt raus. Dann kommen die Schätzen raus, sie fliegen wie die Bienen. Hinter ihm in der Luft und die Menschen werden das sehen. Das sind Überlieferungen von dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Wenn die Menschen das sehen, viele werden, was? Aufgeben. Sie sagen, das ist unser Gott. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 70.000 Juden werden ihm folgen. Von Asfahan, von einem Gebiet in Iran. 70.000 Juden. Und auch nach den jüdischen Überlieferungen, sie erwarten auch einen Messias. Sie nennen ihn Al-Masih ibn Dawud, der Sohn Davids. Und sie behaupten, dass dieser Messias, der am Ende der Zeit kommen wird, ihnen die Königreich zurückgeben wird. Ha? Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das sind Überlieferungen, das ist Religion, Leute. Ja? Das ist keine Politik, Religion. Wir studieren hier nur Religion. Keiner darf uns sagen, erzählt nicht, was eure Prophet sagt. Weil es Freiheit der Religion gibt. Das ist Religion. Steht in der Sunna. 70.000 Juden werden ihm folgen. Und sie werden auch mit ihm in seinen Reihen kämpfen gegen den Muslimen. Dieser Mann, es gehört zu seinen Versuchungen, dass er zu einem Ort geht, von vielen Menschen, und er sagt ihnen, glaubt an mir, ich bin euer Gott. Wenn sie an ihm glauben, dann befiehlt er den Himmel und dann regnet es. Und dann befiehlt er die Erde und dann kommen Früchte und Pflanzen. Ist das nicht ungewöhnlich? Ungewöhnlich. Da kommt er zu einer Gruppe der Menschen, er sagt, glaubt an mir, ich bin euer Gott. Sie werden nicht an ihn glauben. Dann befiehlt er den Himmel und regnet es nicht mehr. Es wird nicht mehr regnen. Und die Erde wird trocken. So sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sogar Versuchung, dass er sagt zu jemandem, deine Mutter ist tot. Soll ich deine Mutter wieder ins Leben bringen? Auf einmal steht die Mutter vor ihm. Aber das ist nicht die Mutter. Zauber. Sie sagen ihm, oh mein Junge, glaube an ihn, das ist unser Gott. Wenn man wal-Iyadu Billah solche Dinge sieht, viele Menschen werden in die Irre gehen.
والعياذ بالله. عدو الله الدجال, wie lange wird mit uns auf der Erde aufhalten? 40 Tagen. محمد صلى الله عليه وسلم sagt 40 يوما. المدة التي سيكون 40 يوما, يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. 40 Tagen wird mit uns bleiben. Der erste Tag, man schätzt das von der Länge her, ist ein langer Tag, wie ein Jahr. So wird man als Gefühl haben, wie ein Jahr. Der zweite Tag von dem 40 ist wie ein Monat. Und der dritte Tag ist wie eine Woche. Und die restlichen 37 Tage sind wie eure Tage. Da haben die Gefährten gefragt, wie sollen wir da beten? Mit Gebetszeit jetzt. Wenn du ein Gefühl hast, das ist wie ein Jahr, ein Tag. Wie sollen wir da beten? Dann hat Mohammed gesagt, اقدروا له قدره. Schätzt das ungefähr. Wir wissen jetzt, dass es ungefähr zwischen Asr und Maghrib, wir halten so lange, dann weißt du, ach, jetzt, es soll jetzt Gebetszeit kommen. Dann bete mal Asr. Und so geht es weiter. Schätze. Schätze. Ungefähr. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ينطلقوا إلى قوم فيقول لهم أنا ربكم فيقولون له لا ويكذبونه ويردون عليه دعوته فلا ينطلق الدجال عنهم إلا وقد أصبحوا ممحلين ويمر على خربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوز الخربة كيعاسيب النحل. Das haben wir erwähnt, dass zu Gläubigen geht, die ihn verleugnen. Wird sagen, wird trockene Erde für sie lassen und danach geht zu einem unbewohnten Ort und dann kommen die Schätze raus. Al-Dajjal, Aduullah, wird getötet, oder nicht? Wird getötet. Von wem? Keiner kann ihn töten, außer Isa, Jesus. Jesus, alaihi salam, wird ihn töten. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns über einen Jungen. Und jeder Junge muss das wünschen, dass das ist. Weil dieser Junge wurde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gelobt. Und hat gesagt, der beste Shahid, der beste Märtyrer. Dieser Junge, Shahid, als nicht Märtyrer, der beste Zeuge, der so ein großes Zeugnis gegeben hat. Dieser Hadith ist auch bei Sahih Muslim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns, dass ein Mann, ein junger Mann rausgeht und die Juden werden ihn festhalten. Er sagt ihnen, den Mann, den ihr dort folgt, das ist der verlogene Messias, der Lügner. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns über ihn erzählt, sie wollen ihn töten. Dann sagt einer von ihnen, hat nicht euer Herr euch gesagt, ihr sollt niemanden töten? Wen meinen sie mit eurem Herr? Dajjal, alleine tötet. Ja, solche Leute. Dann fesseln sie ihn und bringen sie ihn zu ihm. Und dann, wenn kommt, sagt, Wallahi innaka al-a'war al-dajjal. Du bist der einäugige al-dajjal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns über dich erzählt. Du bist der Lügner. Und guck dich mal, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht einäugig. Dann sagt ihm, bringt ihn mal her. فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِقَتْلِهِ. Dann lässt den Befehl, dass getötet wird. In der Zeit, wo sie ihn töten, sie wollten ihn schlachten, Allah subhanahu wa ta'ala schafft in seinem Hals wie Eisen, dass nicht geschlachtet werden kann. Sie können ihn nicht schlachten, dieser Junge. فَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ. Dann kommt Aduullah al-Dajjal, nimmt den Sieger. Ja? Oder den Sieger, und sägt ihn von dem Kopf durch die Mitte, seinen ganzen Körper bis unten. Und trennt seine Körperteile und geht dazwischen. Läuft mit seinem Fuß dazwischen und alle Menschen sehen das. Und danach befiehlt seinen Körper, dass zusammenkommt und wieder
zum Leben kommt. Und dann geschieht das vor den Augen der Menschen. Es wird geschehen. In Sahih Muslim steht die Überlieferung. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, nach dieser Handlung kann der Dajjal diesen Jungen nicht mehr töten. Nicht mehr töten. Dann, wenn er wach wird, der Junge, فَيَسْتَوِ الشَّابُ قَائِمًا أَمَامَ عَيْنَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ. Dann steht der Junge zwischen seinen Händen lachend und er guckt ihm. فَيَقُولُ لَهُ الدَّجَّالُ. Der Dajjal sagt ihm, أَتُؤْمِنُ بِأَنَّنِي رَبُّكُ. Glaubst du jetzt, dass ich dein Herr bin? فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ. Der Gläubige sagt, وَاللَّهِ مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً فَأَنْتَ الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِأَحَدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Er sagt ihm, jetzt bin ich noch sicherer und ich habe große Gewissheit, dass du der Dajjal bist, der Lügner. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat uns über dich erzählt. ويلتفت المؤمن إلى الجموع من حوله. Dann redet der junge Mann mit allen Menschen und sagt folgendes: أيها الناس, o ihr Menschen, هذا هو المسيح الدجال. Das ist der Messias al-Dajjal. ووالله لن يستطيع أن يفعل ذلك بأحد بعدي. Bei Allah, er kann ab heute nichts mehr machen nach diesem Tag. Das heißt, diese große Wunder wird er nicht mehr zeigen können. Ab heute ist seine Sache zu Ende. Das heißt, er wird nicht mehr mit jemandem das Gleiche machen, wie er mit mir gemacht hat. فَيَقُومُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ فَلَا يُمَكِّنُهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. Dann steht der Dajjal, um ihn zu töten. Allah Ta'ala wird das nicht lassen und er wird den Jungen schützen. فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَرِجْلِهِ وَيُرِيدُ أَنْ يُلْقِيَ بِهِ فِي النَّارِهِ فَيَظُنُّ النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ قُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ. Dann nimmt er ihn und er schmeißt ihn in seinem Feuer. Die Leute denken, der Junge ist im Feuer reingegangen, aber er ist in einen Paradiesgarten reingekommen. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt er, هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Das ist der Beste, der das beste Zeugnis hat bei Allah Ta'ala, dieser Junge. Al-Dajjal, Aduullah, wenn er erscheinen wird, er wird in allen Städten der Welt reinkommen. Berlin auch? Ist nicht von mir, ja? Von mir? Doch von mir. Aha. So. Er wird auch in Berlin kommen? Auch in Berlin. Überall. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, ich glaube, das ist mehr von der Leitung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er sogar die Erde in einer kurzen Zeit des Tages, ganze Erde vorbeigeht, überall. Wie? Jetzt, es gibt Leute unter den Muslimen, sie kommen nicht klar mit diesen Überlieferungen. Ach, was sagst du ja? Muhammad erzählt zwei Flüsse, einer wie Feuer, einer wie Paradies, und du erzählst über einen Jungen, der geschlachtet wird. Was ist das? Und er geht über die Erde und ein Tag wie ein Jahr und ein Tag wie ein Monat. Wir sagen, nicht so nimmt man den Glauben. Wenn du gläubig bist, nicht so. Manche Leute kommen nicht klar mit diesen Überlieferungen. Sie sagen, Ad-Dajjal, das ist Fernseher. Ja, das war nur ironisch gemeint. Der Dajjal wird ja fliegen, das heißt, er hat ein Flugzeug und so. Dann sagen sie, die Menschen, die sterben werden, da kommen die Vögel über die Menschen und sie werden auch sterben, die Vögel. Dann sagen sie, das sind chemische Waffen. Und dann beginnen sie zu spekulieren und die Religion und der Hals der Religion so knicken, dass das nach ihren Gelüsten geht. Wir, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, und wir auch, unsere Gelehrten aller Zeiten, sie sagen, stoppt, hier gibt es keine Philosophie. Hier gibt es keine Philosophie. So wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat, so wird es geschehen. Und stopp. Er geht in allen Städten rein. Die meisten, die an ihn glauben werden, die sind die Juden, aber auch vielen Frauen, aber auch vielen von Christen und von Muslimen.
und von Erde, von Menschen. Sie werden, wal'iyadu billah, in die Irre gehen. Kommt er in allen Städten der Welt rein? Nein, nicht in alle. Außer zwei Städten, da kommt er nicht rein. Da hat er kein Visum. Aber religiöses, ein göttliches Visum. Da hat er Hausverbot. Wo? Medina und Mekka. Oder sagen wir andersrum. Mekka und Medina nach der Stufe. Mekka und Medina. Aduullah, der kommt nicht rein. Der wird nicht reinkommen. Er sagt, er wird sagen, ich sehe um die Medina, um Mekka so viele Engel. Sie umkreisen Mekka und Medina mit ihren Waffen. Wenn Aduullah da reinkommt, wird zerstört. Und deswegen nähert er das nicht. Aber kommt er im Gebiet von Medina rein? In dem Gebiet? Ja, in der Umgebung. Wir haben eine Überlieferung, die wirklich eine Wunder ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, er wird in einem Ort kommen, wo es Salz gibt. Um Medina, um den Gebirgen von Medina, bei den Gebirgen. Subhanallah, wo gibt es normalerweise immer Salz? Nicht in den Gebieten von Meer? Gibt es in Gebieten von Meer. Aber dieser Salz ist in Medina und Medina ist in der Mitte von Sahara. Aber dort gibt es doch Salz und dieses Gebiet ist bekannt bis jetzt. Und gibt es auch Salz dort. Subhanallah. Er kommt dort und er sagt, ah, das ist der Palast von diesem Prophet Muhammad, der weiße Palast. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns diese Überlieferung, wann? Vor 1400 Jahren. Wie war die Moschee damals? War das nicht nur mit Palmen und mit Holz gebaut? Aber die Überlieferung sagt, er will sagen, das ist der Palast von der weiße Palast von Muhammad, der Gesandte. Wallahi, wenn du guckst, wie Al-Masjid Al-Nabawi Al-Sharif aussieht, von oben, von den Seiten, wie einen schönen Palast. So sieht das auch. Und weiß. Subhanallah. Und dann wird er rufen. فَتُخْرِجُ الْمَدِينَةُ خَبَثَهَا. Al-Madina wird ihr Schmutz rausbringen. Was ist ihr Schmutz? Die Heuchler und die Heuchlerinnen. Er wird rufen, kommt raus, ich bin euer Herr. Wie wird er rufen? Wir spekulieren hier nicht. Allahu alam, Allahu alam. Manche sagen Fernseher, aber mir ist egal. Er wird rufen, er wird rufen. Ich will da nicht philosophieren. Da kommen sie raus, da sagen sie, die meisten von den Medina, die rauskommen, Frauen. Und deswegen werden bestimmte Menschen, sie werden ihre Frauen an dem Tag sozusagen zu Hause fesseln. Fesseln, dass sie sich nicht bewegen. Sie haben Angst. Auch wenn er tugendhafte Frau hat, er will sie an diesem Tag fesseln. No, weiß ich nicht. Es kann sein, dass du auch rausgehst. Viele Frauen werden rausgehen von Medina. Das gleiche wird er machen in Mekka. Und die Heuchler und die Heuchlerinnen kommen zu ihm raus. Jetzt kommen wir zu einem schönen, wunderbaren Hadith, der wirklich was Schönes erzählt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal befohlen, ruft überall in Medina zu den Menschen. Sie sollen versammelt werden. Ich möchte eine Predigt halten. Und dann sagen sie, As-salatu jami'ah, kommt zum Gebet, kommt zum Gebet. Das ist der Rufer. Und dann sind sie alle da. Da kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er vorgebetet hat und Taslim gemacht hat, er ist auf den Minbar gestiegen und dann hat er hingesetzt und gelacht. So wurde überliefert. Hadith bei Sahih Muslim und bei Abu Dawud. Und Fatima bint Qais, das ist diejenige, die den Hadith was überliefert hat. Sie sagte, ich war in den unmittelbaren Reihen, die hinter den Männern waren. Das heißt, ich war in der ersten Reihe der Frau, die ganz nah zu der ersten Reihe der Männer war. Das heißt, die Moschee war so voll, dass die Reihen sogar nachgekommen sind. Und ich war so nah. Und dann erzählt sie, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann gelacht und dann sagte er folgendes. Ayyuhan nas, o ihr Menschen, liyalzam kullu insanin minkum musallah. Jeder muss sitzen bleiben, nicht bewegen. Oh, da gibt's was. Da sagte er, hal ta'lamuna lima jama'tukum? Wisst ihr, warum ich euch versammelt habe?
قالوا الله ورسوله أعلم. Sie sagt, nur Allah und sein Gesandter wissen es. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة وإنما جمعتكم اليوم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاءني اليوم فبايعني وأسلم لله وحدثني حديثا أحببت أن أحدثكم به. Er sagte, ich habe euch hier nicht versammelt, um euch eine Predigt zu halten, euch zu warnen oder, sondern Tamim al-Dari, ein Mann. Er war ein Christ und er ist heute zu mir gekommen, um zu dem Islam überzutreten. Und dann hat er mir etwas überliefert und erzählt. Und ich wollte unbedingt euch erzählen, was Tamim mir erzählt hat. Die Ulama sagen, und da ziehen wir eine Lehre, dass Al-Fadil, der besser, in eine bessere Stufe ist, auch über jemanden überliefert, der in unserer Stufe ist. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam überliefert jetzt von Tamim al-Dari. Tamim al-Dari überliefert. Der Gesandte sagt, Haddathani Tamim. Tamim hat mir berichtet. Tamim al-Dari sagte zu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ja Rasulallah, ich war in einem Schiff mit 30 Personen zusammen und wir waren im Meer drin und auf einmal kam der Wind und Sturm und das, der Meer war unruhig und auf einmal hat uns das zu einem Insel geführt. Also das Schiff ist in einem Insel gelandet. Als wir runterkamen, sahen wir ein ungewöhnliches Tier mit vielen, vielen Haaren, den wir niemals gesehen haben. Auf einmal hörten wir, dass dieses Tier mit uns sprach. Und er sagte uns, Ana al-Jassasa, ich bin al-Jassasa. Er nennt sich so al-Jassasa. Dann sagt ihr, sagen sie, وَمَا الْجَسَّاسَةَ? Was ist Jassasa? Was bist du denn? قالت, انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير. Geht mal hinten zu diesem Ort, da gibt es einen Mann. Er freut sich über euch und er will euch was erzählen. فَفَزِعْنَا مِنْهَا, dann haben wir Angst gekriegt und wir dachten, dass das Shaitana ist. Und dann sind wir weggeflüchtet und sind wir zu diesem Mann gegangen. فرأينا رجلا عظيم الخلق مقيدا بالحديث. Hadith bei Sahih Muslim. Dann sahen wir einen Mann, dick, und er ist gefesselt mit Eisenketten. فقلنا ويلك, من أنت? Was ist mit dir los? Wer bist du? فقال لهم, قد قدرتم على خبري, فأخبروني أنتم من أنتم. Er sagt, ach, ihr seid zu mir gekommen. Erstmal möchte ich wissen, wer ihr seid. Dann sagten sie, نحن قوم من العرب. Wir sind Araber. ركبنا السفينة. Wir waren im Schiff und dann ist das so und so und so passiert und dann sind wir hier gelandet. Und dann sagte er ihnen, أخبروني عن نخل بيسان. Sagt mal, erzählt mir über die Palmen von Baysan. Baysan ist ein großes, bekanntes Gebiet in arabischen Inseln. Er sagt, was willst du da fragen über die Bäume und Palmen von Baysan? Was willst du wissen? Er sagte, Hal yusmiru nakhluha? Ist das immer fruchtbar? Kommen immer Früchte und Datteln raus? Faqalu na'am, nakhluha yusmir. Die Palmen sind fruchtbar dort. Faqala yushiku an la yusmir. Er sagt, es wird die Zeit kommen, wo es keine Früchte mehr geben wird. Dort. Thumma qal, dann sagte er, Akhbiruni an Buhayrati Tabariya. Erzählt mir über Tabariya See. Das ist ein ganz großer See. Dann sagten sie, was willst du dann darüber wissen? Dann sagt er, Hal fiha ma? Gibt es da noch Wasser? Dann sagen sie, Ma'uha kathir. Da gibt es ganz, ganz vieles Wasser.
فقال الرجل dann sagte er يوشك أن يجف ماؤها es wird die Zeit kommen wo das austrocknet und dann sagte er أخبروني عن نبي الأميين هل خرج erzählt mir über den Prophet von den Analphabeten ist erschienen قالوا نعم خرج ja ist erschienen بل وهاجر الآن من مكة إلى يثرب ist sogar von مكة nach Medina ausgewandert. فسألهم ماذا صنع مع العرب؟ Was hat mit den Arabern gemacht? Dieser Prophet. فقالوا أظهره الله عليهم. Allah hat ihm den Sieg gegeben. Dann sagte أو قد كان ذلك؟ Ist das wirklich passiert? Dann sagen sie نعم. Dann sagte خير لهم أن يطيعوه. خير لهم أن يطيعوه. Besser für sie, wenn sie ihn gehorchen. Besser für sie, wenn sie ihn gehorchen. Dann sagte ihnen, أما أنا فأخبركم, ich werde euch jetzt berichten, أنا المسيح الدجال. Ich bin der verlogene Messias. Ich bin der Messias der Lügner. وإني أوشك أن يؤذن لي فأخرج فأسير في الأرض. Die Zeit ist nahe geworden, dass es erlaubt wird, dass ich rauskomme und dass ich überall in die Erde gehe. فلا أدع قرية إلا هبطتها. Ich werde keine Ortschaft lassen, wo ich nicht dort landen werde. Sagte, ich bin al-Masih al-Dajjal. Es wird die Zeit jetzt nahe gekommen, die Zeit ist nahe gekommen, dass ich erscheine. Und dass ich überall auf der Erde gehe. Es gibt keine Ortschaft, wo ich nicht reinkommen werde. Außer zwei Ortschaften, Mekka und Medina. Sie sind verboten für mich. Jedes Mal, wo ich reinkommen werde, wo will, dann kommt ein Engel mit Schwert für mich, zu mir. Und dann sagt, sie bewachen diese zwei Städte. Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt uns über den Sterbetag von diesem Mann, nachdem Unheil macht. Wird erstmal in einer Zeit erscheinen, wo die Muslime, Masha'Allah, auf der Erde überall sind. Also, was heißt überall? Sie sind in breiter Masse in der Erde, dass sie sogar Konstantinia erreichen, Istanbul. Istanbul wird wieder erobert. Ja, sogar von den blonden Muslimen. Und sie werden sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das ist wieder Ahadith, Überlieferungen. Auch Rom. Ahadith, was soll ich mit dem Hadith machen? Hadith, Muhammad s.a.w. sagt, Saufa tuftahu Rumiyya wa Qustantiniyya. Rom wird erobert und Qustantiniyya wird erobert. Dann sagten sie, und wer wird zuerst sein? Dann sagt Qustantiniyya, Istanbul, sie genannte es, jetzt zuerst. Und danach kommt Rom. In einer anderen Überlieferung beschreibt Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejenigen, die Rom erobern werden, dass sie Blonden sind. Banul Asfar. Die Kinder der Blonden. Das heißt Römer selber. Die Kinder der Blonden, Europäer. Und wie erobern sie das? Nun mit Takbir. Kein Blut, sondern Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und dann geschieht das. Es wird kommen. Das ist Überlieferungen, das ist unsere Religion. Also, in dieser Zeit, wo die Muslime damit beschäftigt waren, Konstantinia ist da, alles ist da, und dann kommt der Rufer von Nahen Osten, Leute, kommt zurück zu euren Kindern. Ad-Dajjal ist erschienen. Ad-Dajjal ist erschienen, jeder wird flüchten. Wie wollen man auch wissen, wie ich mich davor hüten werde. Aber wollen wir erstmal ihn töten? Und danach gehen wir zum Schutz. Töten heißt, wie wird sterben? Maqtalu Dajjal. Der Tod, der Tag, der Sterbetag von Dajjal. Bei Ibn Majah und Hakim, und Al-Albani hat den Al-Sahih bezeichnet, dass die Muslimin im Morgensgebet beten, wo? In Baytul Maqdis, so steht in Hadith, in Aqsa Moschee. In dieser Zeit kommt Jesus alaihi salam runter. Nachdem die Gläubigen, die bei dem Gebet waren, ihn erkennen und ihn kennenlernen,
Sie werden ihm sagen, ja Rasulallah, ja Nabiyallah, bete uns vor. Dann macht er seine Hand auf ihren Imam, auf den Schulter. Er sagt ihm, Imam, Imamukum minkum, der Vorbitter von euch. Geh, bete vor. ويصلي نبي الله عيسى خلف إمام المسلمين. Er wird hinter dem Imam von den Muslimen beten. Und wenn er fertig mit dem Gebet ist, er kommt und er steht und er geht raus und alle Muslime sind hinter ihm. Und dann geht er zu einer Stadt, die bis heutzutage bekannt ist in Palästina, die heißt Lud. Merkt ihr mal die Stadt? Lud. Da wird der Sterbetag von diesem Lügner sein. Gleich, wenn er reinkommt vor den Türen dieser Stadt, der Lügner al-Messias, der Lügner wird Isa a.s. sehen, Muhammad s.a.s. sagt, dann wird er so sein, wenn du Salz im Wasser reinmachst, gleich ist das so, keine Kraft mehr. Das ist nicht mehr, es wird flüssig, so. Auch ist er so schwach und dann geht er, flüchtet er, dann kommt Isa a.s. mit seinem Schwert und er tötet ihn. Und er tötet ihn. Danach, und ma'ahu 70.000 Yahudi. Muhammad s.a.w. sagt, mit ihm sind 70.000 Juden, alle sind bewaffnet. So wird sein Sterbetag sein. Erstmal, wenn du darüber hörst, dass Dajjal erschienen ist in Berlin, was willst du da machen? Yalla. MashaAllah. Vor 10 Ayat. Vor 10 Ayat. Okay, wenn du ihn triffst, 10 Ayat von Surat al-Kahf. Erstmal, versuch mal erstmal gar nicht in Kontakt zu ihm zu kommen. Ja? Das heißt, wenn du erfährst, Dajjal ist da, packe dein Gepäck und mit deiner Frau und deinen Kindern und geh weg. Am besten geh nach Mekka, nach Medina, wenn es möglich ist. Sonst alle Leute werden dahin. Am besten geh nach Mekka und Medina. Besorge dir ein Visum vorher und so früher und geh hin. Ja? Das ist der beste Schutz. Geh nach Mekka und Medina, Alhamdulillah, erstmal hier. Wenn es nicht möglich ist, dann entferne dich von dem Ort, wo er da ist. Aber wenn es der Fall ist, du bist da und du erlebst, wal-iyadu billah, diese Fitna vor ihm. Lernt Surat Al-Kahf auswendig, Leute. Warum Surat al-Kahf auswendig? Sag mal die ersten 10 Ayaten oder die letzten 10 Ayaten. Wisst ihr warum? Weil wir haben 3 Überlieferungen. Eine Überlieferung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dein Schutz gegen Dajjal, dass du die ersten 10 Ayaten von Surat al-Kahf liest. Dann wird Allah dich schützen. In einer anderen Überlieferung sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dein Schutz gegen diese verlogenen Messias, dass du die letzten 10 Ayaten von Surat al-Kahf liest. In einer anderen Überlieferung, dritte, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dein Schutz gegen Al-Messias, dass du 10 Ayaten von Surat al-Kahf liest. 10 Ayaten, wo? Von Surat al-Kahf. Das heißt, um eine Nummer sicher zu gehen, lerne Surat al-Kahf auswendig. Gleich, wenn du ihn siehst, beschäftige dich. Alhamdulillah, alladhi anzal al-kitaba ala abdihi. Und geh mal mit der Ayah. Lese mal Surat al-Kahf zu Ende. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich schützen. Aber der beste Schutz, dass du an Allahs Seil festhältst. Hab eine starke Aqida. Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Vertraue auf Allah ta'ala. Sei geduldig und sei stark. Und habe einen starken Iman. Und erinnere dich an die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Und wisse, dass Allah dich nicht in Stich lässt, möge Allah uns schützen, möge Allah unsere Kinder, unsere Nachkommenschaften schützen. Wir erzählen über den Dajjal in dieser Zeit. Vielleicht wird er gar nicht in unserer Zeit erscheinen, aber trotzdem, unsere Kinder müssen das wissen. Und die Kinder, unsere Kinder müssen das wissen. Und so wird das weitergeerbt, bis der Tag kommt. Deswegen, wenn wir sagen, es ist noch nicht die Zeit, wird noch viele Sachen noch kommen. Gibt es noch viele Sachen, dass die Muslime mit den Römern ein Friedensabkommen abschließen und sie werden zusammen gegen eine Macht kämpfen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt das. Das wird noch kommen. Die Römer, also das heißt Europäer,
werden mit den Muslimen in einer Reihe sein und zusammen sein. Und sie werden gegen eine bestimmte Macht, weiß ich nicht, bestimmte Macht, sie werden beide gegen diese Macht kämpfen. Und wenn sie fertig sind, sie werden gewinnen. Dann kommt einer von den Christen und erhebt den Kreuz hoch und er sagt, der Kreuz hat den Sieg bekommen. Der Muslim hört das, der schlägt ihn und der tötet ihn. Und dann wird das gebrochen und dann wird wieder ein Kampf zwischen den beiden Reihen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass es drei verschiedene Kämpfe geben wird. Der erste Kampf, ein Drittel. Der erste, also das sind drei Drittel. Der erste Drittel, die sterben werden, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen nie vergeben von den Muslimen. Das heißt, die Leute haben große Sünde gemacht. Und der zweite Drittel, der sterben wird, das sind Märtyrer und die besten Märtyrer der Zeit. Und die dritten Drittel, was es dann geben wird, das sind die besten Gläubigen auf der Erde in der Zeit. Ja, also diese Sachen müssen noch erscheinen. Und es muss noch andere Dinge erscheinen. Ein Berg aus Gold, der in Irak gefunden wird. Und die Menschen werden sich gegeneinander töten, um diesen Gold, um diesen Berg zu haben. Das wird auch erscheinen. Die Leute sagen, Berg, das heißt Öl im Irak. Die sagen, nein, Berg aus Gold. Berg aus Gold wird erscheinen. Und viele andere Zeichen. Wir können vielleicht, inshallah ta'ala, irgendwann mal die Zeichen der Stunde erwähnen. Aber erstmal mit dem Messias Dajjal habe ich euch und mich selber davon gewarnt. Möge Allah uns alle schützen, alle Muslime und alle Menschen, die nach Allah subhanahu wa ta'ala suchen, nach der Wahrheit suchen, möge Allah uns alle recht leiten auf seinem Weg, auf den Islam, auf dem wahren Weg. Amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma sallim. Wa barik ala Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.